Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Lightroom-Folge. Im Lightroom Discover-Video haben wir uns angeschaut, wie man Presets aus der Foto-Community Discover abspeichert und wie man diese dann im schwarzen Lightroom nutzen kann. Nachdem man die Presets jetzt im schwarzen Lightroom verfügbar hat, möchte man diese vielleicht auch noch in Lightroom Classic haben. Und wie das Ganze geht, das schauen wir uns heute an. Sprich mal schneller! Was willst du jetzt schon wieder? Du sollst schneller sprechen. Warum? Ich bin Schwabe. Egal, hört einfach nicht auf ihn. Um Presets aus Lightroom zu exportieren und in Lightroom Classic verfügbar zu machen, gibt es ganz genau zwei Möglichkeiten. Na also, geht doch. Okay, zurück zum Thema. Möglichkeit Nummer 1 ist das Exportieren einzelner Presets. Im Gegensatz zu Lightroom Classic kann man aus Lightroom nur einzelne Presets exportieren, was etwas unlogisch ist, aber na gut. Um ein Preset zu exportieren, drückt man E oder D und geht zu den Presets im Entwickeln-Modus. Dort sucht man sich dann das gewünschte Preset aus und öffnet mit einem Rechtsklick das Pop-up-Menü. Nachdem man jetzt hier auf Exportieren geklickt hat, öffnet sich ein Dialog, in dem man dem Preset einen neuen Namen geben kann und den Speicherort aussuchen. Und für dieses Beispiel hier nehmen wir mal den Desktop, damit wir nachher nicht unnötig suchen müssen. Auf dem Desktop finden wir dann eine Datei ohne Icon und mit der Endung XMP. In diesen XMP-Dateien werden die Entwicklungseinstellungen gespeichert. Und dieses XMP lässt sich dann auch in Lightroom Classic importieren. Diese werden beispielsweise auch in Lightroom Classic erzeugt, wenn wir RAW-Bilder entwickeln. In Lightroom Classic angekommen, müssen wir jetzt nur noch auf Datei, Entwicklungsprofile und Presets importieren klicken. Anschließend öffnen wir den Speicherort, wo wir die XMP-Datei gespeichert hatten. Wählen die XMP-Datei aus und klicken auf Importieren. Somit haben wir jetzt das Preset auch in Lightroom Classic verfügbar und können es auf die ausgewählten Bilder anwenden. Um das importierte Preset anzuwenden, suchen wir uns jetzt noch ein Bild aus und gehen in den Entwicklungsmodus. Im Entwicklungsmodus finden wir dann in der linken Spalte die Presets. Und gleich ganz oben finden wir auch das importierte Preset wieder und können es somit auf das Bild anwenden. Um Presets zwischen Lightroom und Lightroom Classic auszutauschen, gibt es aber noch einen weiteren Weg. Und zwar den über die Creative Cloud, wo die Bilder auch zwischen den einzelnen Lightroom-Versionen synchronisiert werden. Sobald in Lightroom das bearbeitete Bild oder das Bild, auf das ein Preset angewendet wurde, mit der Adobe Creative Cloud synchronisiert wurde, ist es auch in Lightroom Classic verfügbar. Damit meine ich das Bild, aber noch nicht das Preset. Zurück in Lightroom Classic gehen wir jetzt zu alle synchronisierten Fotos. Denn dort finden wir auch das bearbeitete Bild bzw. das angewendete Preset. Um das Preset dann in Lightroom Classic zu übernehmen, müssen wir in den Entwicklungsmodus. Und im Entwicklungsmodus finden wir wie immer auf der linken Seite auch wieder die Presets. Dieses Mal wählen wir aber kein Preset aus, sondern wir erstellen ein neues. Auch hier können wir wieder einen Namen vergeben, den Ort aussuchen, an dem es gespeichert werden soll und die entsprechenden Einstellungen auswählen. Mit einem Klick auf Erstellen haben wir dann das Preset dann auch in Lightroom Classic. Das war also jetzt die zweite Möglichkeit, Presets von Lightroom in Lightroom Classic zu übernehmen. Und wie das Ganze andersherum funktioniert, das schauen wir uns jetzt an. Um Presets aus Lightroom Classic nach Lightroom zu exportieren, gibt es ebenfalls zwei Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer 1 ist der Export von einzelnen Presets oder von Preset-Gruppen. Noch schöner wäre es natürlich, Adobe würde die Presets zwischen den einzelnen Lightroom-Versionen ebenfalls wie die Bilder synchronisieren. Aber naja, vielleicht kommt das ja noch. Als allererstes benötigen wir natürlich wieder ein Preset, das wir exportieren möchten. Oder wir generieren ein neues aus einem bearbeiteten Bild. Nachdem das Preset jetzt erstellt wurde, haben wir jetzt auch hier mit einem Rechtsklick auf das Preset die Möglichkeit, dieses zu exportieren. Und als Speicherort wählen wir auch hier wieder den Desktop, damit wir nicht unnötig suchen müssen. Beim Abspeichern haben wir hier auch wieder die Möglichkeit, das Preset nochmals anders zu benennen, was ja aber eigentlich nicht notwendig ist. Das Schöne in Lightroom Classic ist, dass wir nicht nur einzelne Presets exportieren können, wir können auch ganze Gruppen exportieren.
Wenn man also schon mal eine Sammlung in Lightroom Classic an Presets angelegt hat, so kann man auch die ganze Gruppe exportieren. Beim Exportieren wird dann an dem gewünschten Speicherort eine ZIP-Datei erstellt, in der alle Presets einer Gruppe enthalten sind. Am vorher ausgewählten Speicherort finden wir jetzt eine ZIP-Datei sowie das einzelne Preset, das wir vorher exportiert hatten. Für den Import in Lightroom müssen wir diese ZIP-Datei nicht entpacken. Lightroom kann ZIP-Dateien auch einlesen. Angekommen in Lightroom suchen wir uns zunächst ein passendes Bild aus und gehen mit E oder D in den Entwicklungsmodus. Und im Entwicklungsmodus gehen wir dann wieder zu den Presets. Über das Pop-up-Menü mit den drei kleinen Punkten können wir dann das einzelne Preset importieren. Einfach die XMP-Datei auswählen und Importieren klicken. Das importierte Preset wird dann in einer Gruppe abgespeichert. Diese Gruppe erhält in der Regel den Namen, aus der sie exportiert wurde. Das Preset kann somit jetzt auf ausgewählte Bilder angewendet werden und ist anschließend ebenfalls in der Tablet- sowie in der Smartphone-Version vorhanden. Denn die Presets werden hier über die Cloud synchronisiert. Wie man sieht, ist der Import also ganz einfach und genauso funktioniert es auch mit Preset-Gruppen. Einfach wieder auf Importieren gehen unter den drei kleinen Punkten und die ZIP-Datei auswählen. In Lightroom wird dann eine neue Gruppe angelegt und alle Presets, die sich in diesem ZIP befanden, werden importiert. Da ich persönlich die meisten Presets in Lightroom Classic erstelle, nutze ich diesen Workflow regelmäßig. Und ich hoffe, dass Adobe die Synchronisierung der Presets zwischen allen Lightroom-Versionen mal als Update bringt. Und wie vorher auch schon, auf dem umgekehrten Weg können wir in Lightroom auch wieder die Synchronisierung nutzen, um ein Preset zu erstellen. Sobald das Bild in Lightroom Classic fertig bearbeitet ist und mit der Adobe Creative Cloud synchronisiert ist, ist das Bild natürlich dann auch wieder in Lightroom verfügbar. Und so kann man dann in Lightroom auch wieder die Möglichkeit nutzen, ein Preset zu erstellen, welches dann im Nachgang auch wieder mit der Smartphone- und Tablet-Version synchronisiert wird. Und das waren jetzt die verschiedenen Möglichkeiten, Presets zwischen Lightroom und Lightroom Classic auszutauschen. Wenn ihr noch Fragen oder Anmerkungen zu diesem Thema habt, dann schreibt mir doch gerne in die Kommentare. Damit wären wir jetzt aber auch schon am Ende des Tutorials. Wenn euch das Video gefallen hat, dann hinterlasst mir doch einen Like oder vielleicht sogar ein Abo. Einige meiner Presets könnt ihr euch in Lightroom Discover herunterladen. Den Link zu meinem Profil findet ihr in der Videobeschreibung. Und wer gerne mehr Bilder sehen möchte, der besucht mich einfach mal auf Insta. Und wie immer zum Schluss wünsche ich euch jetzt noch viel Spaß in Lightroom und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei.